Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoserie Lungenfitness. Heute soll es vor allem um Meridiane gehen und Meridiane sind sehr pragmatisch, sie sind auch analog zu den Faszien. Das heißt, über die Kenntnis von Meridianen und auch deren Lösung kann man sehr viel für die Atemwege bewirken. Mein Name ist Jürgen Seibold, Heilpraktiker aus Bremen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Schauen wir uns mal zwei Meridiane an, die für die Atemwege besonders interessant sind. Wir haben es zu tun mit dem Dickdarm-Meridian und dem Lungen-Meridian. Das Interessante ist, dass diese Verläufe, es sind keine unsichtbaren Bahnen, es gibt Analogien zu den Faszien. Man merkt, wenn man bestimmte Körperbereiche löst, dass sich alles, was damit gekoppelt ist, auch gleich mitlöst. Wir sehen das häufig auch bei Körperhaltung. Das heißt, wenn ich total verspannt bin, dann machen auch diese Meridiane dicht, also auch die Faszien dicht. Das heißt, schaffe ich es, Einfluss zu nehmen auf die Faszien, auf die Meridiane, dann kann sich der Körper wieder öffnen. So, im Speziellen gucken wir uns mal den Dickdarm-Meridian an. Ja, der Dickdarm-Meridian beginnt hier an der Hand, am Finger, ja, am Zeigefinger. Wir haben den Verlauf über den Arm, über die Schulter, über den Hals bis zur Nase. So, und dann gibt es einen inneren Verlauf, der geht durch die Lungen, durch das Zwerchfell bis zum Dickdarm. Auf beiden Seiten übrigens. Ja, ich habe jetzt eine Seite eingezeichnet, damit man besser das nachvollziehen kann. Aber es gibt einen inneren Verlauf. So, der Lungenmeridian genau andersrum. Er fängt am Dickdarm an, auch beidseitig, zieht durch das Zwerchfell, durch den Magen und Zwerchfell, hat hier auch Einfluss, über die Lungen, tritt hier aus, zieht über den Arm bis zum Daumen. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Punkten und die nähere Beschreibung, bevor ich euch dann nachher zeige, wie ihr systematisch vorgehen könnt, um diese ganzen Zonen und Punkte zu benutzen. Es kommt, wenn ich jetzt das gleich erkläre, nicht darauf an, dass ihr exakt auf einen Millimeter diese Punkte erwischt, sondern es ist eher eine Zone. Und wenn ihr in der Nähe dieser Zone seid und ein bisschen mit Gefühl beigeht, dann werdet ihr die entsprechende Wirkung auch spüren können. Also, wer das ganz genau möchte, kann sich ja auch nochmal im Internet auf den verschiedenen Seiten eine Akupunkturabbildung angucken, ist aber meines Erachtens nicht zwingend notwendig für den Hausgebrauch. Es reicht, wenn ich die Zonen ungefähr erahnen oder ertasten kann und dann auch entsprechend mitarbeite und nach Gefühl gehe. Das heißt, ihr werdet schon merken, da tut sich dann was. Fangen wir mit dem Lungenpunkt. Der Lungenmeridian, wie schon erwähnt, kommt von innen, ja, vom Dickdarm, zieht dort das Zwerchfell, Lunge und tritt hier oben aus. So, die ersten Lungenpunkte haben die Bezeichnung Schatzkammer. Und Schatzkammer bedeutet auch immer was sehr, sehr Wundervolles. Ja, Schatzkammer der Mitte, das heißt alles, was hier den Brustkorb betrifft, kann dadurch gelöst werden. Im Gegenteil sehen wir ja, wenn Angst vorherrscht oder wenn mir kalt ist, dass ich mich dicht mache, das heißt auch diesen Bereich dicht mache. Und sobald ich es wieder schaffe zu öffnen, dann merke ich auch die Wirkung auf den Brustkorb und eben entsprechend auch darauf, wie wohl es mir tut. So, wenn ich mir das Schlüsselbein ertaste und nach außen gehe, wo das Schlüsselbein endet, direkt darunter, etwas in der Tiefe, da kann ich ein bisschen reindrücken und dort sind diese Lungenpunkte. Ja? Wie man jetzt genau jetzt diese Punkte beeinflusst, zeige ich ja dann noch. So, und diese beiden Punkte sind hervorragende Indikatoren und auch Punkte zur Behandlung. Jetzt gehe ich noch weiter runter, dann bin ich am Ellenbogen. Und wenn ich jetzt den Arm leicht anbeuge, dann kann ich in der Mitte die Bizepssehne ertasten. Und dann rutsche ich ein bisschen nach außen. Das ist ein meist empfindlicher Punkt, vor allem wenn es im Bereich der Atemwege Probleme gibt, kann der sehr empfindlich werden. So, und dann gehe ich noch weiter runter
Und wenn ich jetzt beide Hände ineinander nehme, ja, Daumen unterhaken, Zeigefinger oben drauf, auf der Höhe, ungefähr wo die Spitze des Zeigefingers locker zum Liegen kommt, dort ist ein wichtiger Lungenpunkt, der auch einen Engpass bezeichnet. So, und dieser Engpass ist analog zu diesem Engpass. Das heißt, ich habe hier mit dieser Zone auch einen guten Einfluss auf den Halsbereich. Jetzt wandere ich weiter runter, dann habe ich hier nochmal einen Punkt direkt im Daumenballen, wenn ich gegen den Mittelhandknochen drücke, der hat sehr lösende Eigenschaften. Dann gehe ich noch weiter runter und bin am Daumen auf der Innenseite direkt am Nagelfalz. Ja, wo der Nagelfalz ist, ist dieser Punkt, diese Zone, die wir häufig auch intuitiv schon benutzen, ja, indem wir an den Fingern knippeln und so weiter. Das ist der äußere Verlauf des Lungenmeridians und seine wichtigsten Punkte. Kommen wir zum Dickdarmmeridian. Er fängt ja am Zeigefinger an und auf der Innenseite zu mir zugewandt. Am Nagelfalz ist der erste Dickdarmpunkt. Dieser Dickdarmpunkt hat eine Bezeichnung, der große Händler. Das heißt, hier kann ganz viel ins Handeln kommen. So, das ist direkt hier. Dann ein sehr wichtiger Punkt, der in der Akupunktur auch häufig benutzt wird. Wenn ich den Daumen fest an den Zeigefinger presse, entsteht hier so eine Wölbung. Wenn ich die jetzt wieder löse und in diesem Bereich direkt gegen den Mittelhandknochen in der Mitte drücke, dann habe ich einen Punkt, der relativ empfindlich ist und sehr, sehr lösende Funktion auf den ganzen Körper hat, auch natürlich auf die Psyche. Gehe ich in die sogenannte Tabatiere, das heißt, wenn ich jetzt wirklich hier abspreize die Hand, entsteht eine Lücke zwischen zwei Sehnen. Ja? Und diese Lücke ist auch in der Punktebezeichnung wieder zu finden. Die Tabatiere hat man benutzt, so nennt sich dieser Bereich, um Schnupftabak zu schnupfen. Ja, und direkt da drinnen ist ein Punkt, der eine Analogie auch zum Hals bildet. Hals ist ja auch eine Lücke der Atemwege, das heißt, hier kann es mal eng werden. Also auch diese Lücke kann den Hals gut beeinflussen. Dann gehen wir zum Ellenbogen. Hier haben wir wieder einen Punkt, der analog ist fast zu dem vorhin erwähnten Lungenpunkt. Am Ende der Ellenbeugenfalte, ja, wenn ich den Ellenbogen etwas beuge und die Falte, wo sie aufhört, dort ist dieser Dickdarmpunkt. Und wenn ich dann in die Tiefe gehe, ist er auch häufig sehr schmerzhaft. Und auch hier haben wir eine Bezeichnung, Sumpf oder Teich. Das heißt, dieser Punkt kann zur Flüssigkeitsregulation genutzt werden. Hier oben an der Schulter sind auch mehrere Punkte, die vor allem den Schulterbereich lösen. Die können wir, brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen. Wichtig ist noch ein Punkt, wenn ich den Kopf zur Seite drehe, dann kommt dieser Kopfwender zum Vorschein, dieser Muskel. Und sagen wir ungefähr in der Mitte, da haben wir auch wieder einen wichtigen Dickdarmpunkt, den wir nachher nochmal verwenden, um den Hals zu lösen. Und die letzten Punkte sind direkt unter den Nasenflügeln. Und heißen ungefähr sinngemäß die Düfte empfangen. Und wenn ich hier reingehe und massiere, merke ich, dann geht auch die Nase auf. Wir haben mehrere Analogien bei diesen Punkten. Wenn wir uns jetzt den Lungenpunkt, den letzten Lungenpunkt am Daumen und auch den ersten Punkt am Zeigefinger des Dickdarms nehmen, haben beide diese Bezeichnung Händler. Das heißt, hier kann viel ins Handeln kommen. Daumenballen, beim Lungenpunkt und auch bei dem Punkt des Dickdarmes, wo ich am Mittelhandknochen reindrücke, beide haben eine extrem lösende Funktion auf den ganzen Organismus, natürlich auch auf die Psyche. Wenn ich diese Punkte nehme, die vom Dickdarmmeridian in der Tabatiere drin sind, beziehungsweise dort in der Nähe, die haben eine Engpassfunktion, das heißt, sämtliche Engpässe im Körper können damit gut beeinflusst werden. Diese beiden Punkte an der Ellenbeuge, ja, also außerhalb der Bizepssehne und am Rand der Ellenbogenfalte, die haben beide auch eine Bezeichnung Sumpf oder Teich. Das heißt, hier kann eine Flüssigkeitsregulation im Körper angestrebt werden. Sowohl wenn ich trockene Atemwege habe, als denn auch wenn zu viel Schleim sich bildet oder zu viel Flüssigkeit. Ja?
So, alles was hier in diesem Bereich ist, löst den Schulter- und Atemwegsbereich, genauso auch wie hier an der Nase, löst den Atemwegsbereich. So, mehr möchte ich nicht geben, das ist ein ganzes Studium, was man machen könnte. Diese Informationen reichen, denke ich, und dann kommen wir jetzt darauf, wie gehe ich sinnvoll voran, um diese Bereiche auch für mich zu verwenden. Eine mögliche sinnvolle Vorgehensweise, wie ich diese Meridiane und Faszien gut Stück für Stück aufgebaut nach einem sinnvollen Vorgehen beeinflussen kann. Fangen wir erstmal an, den ganzen Körper zu lockern. Wir stellen uns hin, Füße parallel, Knie leicht gebeugt und nicht nach innen gerichtet, aber auch nicht nach außen, sondern Knie zeigt Richtung Fußspitze. Und versuchen wir uns erstmal im Sinne der Schwerkraft zu entspannen und fangen an, aus den Beinen den Körper erstmal aufzuschütteln. So, jetzt werde ich im Laufe der Zeit eine Feststellung machen, dass entweder die Schulter fest ist und die Arme fest sind und ich sie dann frei schütteln kann. So, wenn alles gut läuft, schwingen die Arme mit, das heißt, im Meridianverlauf hatte ich euch ja schon gezeigt, wie sie verlaufen, das heißt, alles kommt schön ins Schwingen. Jetzt kann ich auch den Kiefer noch dabei lockern und den Kopf auch mit ausschütteln, weil die Meridiane, also zumindest der dicke Meridian, ja auch mit dem Kopf in Verbindung ist. So, sobald ich alles schön eingeschüttelt habe, kann ich das Schütteln nochmal durch ein sogenanntes Öffnen und Schließen erweitern. Das üben wir jetzt mal erstmal vor. Das heißt, beim vorne öffnen, das Gegenteil von diesem Muster, Angst, Kälte und so weiter, ist, ich strecke mein Becken nach vorne, strecke die Brustwirbelsäule, ziehe die Schulter nach hinten, Vorsicht, nicht ins Hohlkreuz, und drehe die Arme nach außen. Das heißt, der Lungenmeridian wird hier tatsächlich geöffnet. Hier sind die ersten Lungenpunkte, hier geht der Meridian entlang, er wird geöffnet. Und damit das ein dynamisches Gleichgewicht gibt, mache ich das Gegenteil. Ich lasse die Brust einsinken, lasse das Becken absinken, dass ich schön rund werde. Das sollte eine entspannte Position sein und die Arme nach innen sich drehen dürfen. Und dann wechsle ich von Position zu Position. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Ich empfehle das erstmal vorzuüben. Darauf achten, nicht ins Hohlkreuz zu fallen, die Brustwirbelsäule schön zu strecken, Brust raus und die Nase nach oben, damit der Hals auch frei wird. Und dann wieder das Gegenteil, den Kopf schön lösen, Brust einsinken lassen, Schulter nach vorne lassen. So, wenn ich das schaffe, kann ich das ins Schütteln mit einbauen. Und ihr seht schon, hier wird alles wunderbar durchgerüttelt. Die Atmung wird vertieft. Ihr könnt schön auch, wenn ihr gut warm angezogen seid bei diesen Temperaturen, könnt ihr das Fenster aufmachen, damit auch schön viel frische Luft in euren Körper kann. So, jetzt kann ich das Ganze noch verstärken, indem ich in diese Grundbewegung nochmal vermehrt die Arme mit Schütteln reinbringe. Kann auch mal was wegschmeißen, so dass alles hier schön aufgelockert und schön durchblutet, mit schön frischer Luft der Sauerstoff im Körper vermehrt wird. So, das ist die Vorbereitung. So, nach dieser Schüttelvorbereitung, die auch mehr die Muskeln betrifft, gehen wir jetzt mehr auf die Faszien ein, das heißt, wir gehen jetzt in Richtung Dehnen. Das Öffnen und Schließen haben wir schon gemacht, das heißt, wir stellen uns auch wieder hin, Füße parallel, Knie Richtung Fußspitze ausgerichtet, schieben das Becken nach vorne, so strecken die Brust, strecken die Arme, drehen sie aus, wirklich auf Spannung, sodass die Daumen wirklich ziehen und atme viel und halte diese Spannung und ziehe nach hinten. Wichtig, hier auch nicht ins Hohlkreuz. Jetzt kann ich das noch erhöhen, das heißt, die Arme sind dann auf Schulterhöhe, drehe richtig schön aus, das dehnt die Meridiane auf, das Kinn nach oben und atme viel. Das
kann ich zusätzlich noch die Finger nach hinten ziehen. Das heißt, es wird hier in diesem Handgelenksbereich noch ein bisschen mehr aufdehnen. Wichtig ist nicht die Schulter hochziehen, die Schulter unten lassen. Lasst euch korrigieren oder guckt euch im Spiegel an. Das mache ich so lange, bis ich merke, da öffnet sich etwas. Also lasst euch Zeit. Dann wieder lösen und auch wieder schütteln. So, eine weitere gute Möglichkeit ist, ich falte die Hände zusammen, strecke mich nach oben, auch hier nicht ins Hohlkreuz, Becken nach vorne, Brustwirbelsäule strecken, die Oberarme neben das Ohr und lang strecken. Dann werdet ihr schon merken, die Atmung vertieft sich. Versucht durch die Nase einzuatmen und durch den Mund aus. Und danach wieder lösen und ausschütteln. Nun, da alles schön aufgelockert ist und aufgedehnt ist, jetzt können wir am besten die einzelnen Meridianbereiche, Meridianpunktebereiche beeinflussen. Das heißt, fangen wir mal an, dass wir die Finger greifen und ausziehen. Ja, den Daumen, den Zeigefinger, aber auch die anderen Finger. Das heißt, wir haben ja noch weitere Meridiane. Das beeinflusst sich alles gegenseitig. Das machen wir auf beiden Seiten. Zwischendurch immer wieder die Finger ausschütteln. So, jetzt gehen wir an den Daumenballen und massieren den Daumenballen großflächig und können, wie vorhin gezeigt, dann auch noch in der Mitte des Daumenballens nach innen drücken und mal gucken, was passiert. Ich merke jetzt hier eine Verbindung hier rein. So, immer wieder ausschütteln. Ich zeige es jetzt nur auf einer Seite, wir machen es natürlich auf beiden Seiten, das heißt das Ausziehen, Schütteln, punktuelles Massieren, großflächiges Massieren. So, um die Punkte am Handgelenk gut zu erreichen, können wir das Handgelenk umfassen und etwas massierend das Handgelenk beeinflussen. Ja, wir können aber auch die Punkte selbst nehmen, das heißt, die ich vorhin gezeigt habe, einmal in der sogenannten Tabatier können wir hier reindrücken, beziehungsweise diese ganze Fläche zwischen Daumenballen und auf der Speichenseite, Speichen nennt man hier diesen Knochen, schön die Muskulatur und auch die Knochenhaut gut durchmassieren. Kann man auch mit so einem Zangengriff machen. Das gleiche machen wir jetzt am Ellenbogen. Erstmal grobflächig greifen und diese Punkte am Ende der Ellenbogenfalte bzw. außerhalb der Bizepszene großflächig massieren. Aber ich kann natürlich in die Punkte selbst auch reingehen und beobachte immer mal, was passiert da. Ich kann also diese Verbindung jetzt gerade zum hinteren Rücken spüren. Das heißt, das zieht durch den ganzen Brustkorb durch und immer wieder großflächig. So, bei der Schulter mache ich es wirklich so, dass ich komplett um die Schulter herum massiere, dann habe ich alle Punkte drin. Vergiss nicht, dass ich diesen Bereich mit dem Handballen auch mit massiere, also wirklich großflächig alles herum. Dann die Halspunkte, das kann ich streichend massieren, kann aber auch so ein bisschen mal in die Muskeln greifen, ganz grob, kann aber auch den Kehlkopf ein bisschen schüttelnd massieren. So, dann gehe ich ins Gesicht, streiche um die Nase herum, ziehe auch mal an der Nase entlang, von der Nasenwurzel aus, kann die Nase auch mal greifen und mal ein bisschen schüttelnd ausziehen und diese Punkte benutzen unter dem Nasenflügel, um mal richtig in die Tiefe zu massieren. So. Was sich dann noch anbietet im Anschluss, ist eine Klopfmassage. Das heißt, ich gehe
beide Meridianbereiche Stück für Stück von der Hand aus zum Rumpf großflächig klopfen durch, die schön aktivieren, um die Schulter herum, hier in diesem Lungenbereich, kann natürlich auch den ganzen Brustkorb noch mitnehmen, macht das natürlich auch beidseitig, kann mir die Brust noch klopfen. Hier ist ein ganz wichtiger Bereich, das heißt, wenn hier eng ist, hier ist ein wichtiger Kofaktor, das ist nämlich der Leberbereich. Und wenn ich das schön geschmeidig kriege, dann funktioniert die Atmung auch besser. Das heißt, ich kann hier gut den Brustkorb und den dritten Bereich ausklopfen. Entweder mit der Faust oder mit der offenen Hand. Und natürlich kann ich auch mit der offenen, gewölbten Hand das Gesicht mit in das Klatschen reinnehmen. Und wenn wir schon dabei sind, dann gehen wir auch über die anderen Bereiche. Dann kann ich runter und rauf alles schön durcharbeiten. So, somit habe ich jetzt sämtliche Meridiane mit aktiviert, die Faszien, die dazu analog sind, auch in Bewegung gebracht. Wenn bestimmte Punkte, die ich ja vorhin alle erklärt habe, besonders auffällig sind, lohnt es sich, die immer mal wieder tagsüber nachzumassieren. Diese Übungsreihe empfehle ich gleich mal morgens zu machen. Morgens ist ja die Zeit, wo die Atmung eine ganz wichtige Rolle spielt, die Sauerstoffversorgung des Körpers. Das heißt, wenn wir morgens aufwachen und uns schwer und eng fühlen, dann ist diese Übungsreihe genau richtig, um diese Schwere loszuwerden und das ganze System zu aktivieren. Abends würde ich das Klatschen weglassen, wenn ich zur Ruhe kommen möchte. Ja? Statt Klatschen kann man auch einfach reibend, beruhigend massieren. Das heißt, wir können schütteln, den Ballast des Tages abschütteln. Wir können dehnen, um alles frei zu machen, was sich am Tag verspannt hat. So, und dann aber würde ich nicht klatschen, sondern ich würde eine Reibemassage machen. So, und vielleicht noch beruhigender, dass das ganze System runterfahren kann. Und da ist immer schön, wenn ich das tatsächlich von oben nach unten mache. Das beruhigt. Ja, ist wie Rubbel die Katz, wenn ich da nach oben bürste, das pusht. Wenn ich aber nach unten das Ganze mache, beruhigt es. Oder man könnte auch sagen, wenn ich morgens eher mich aufpusche, okay, und abends beruhige ich mich. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Weitere Videos folgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich noch mal was nachliefern. Vielleicht habt ihr was nicht verstanden. Und seid nicht zu penibel. Es ist nicht so wichtig, ganz genau diesen Punkt zu finden. Sondern es spürt die Wirkung mit der Anleitung, die ich euch gegeben habe. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns in Kürze. Euer Jürgen.